Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shamila, falls du mich noch nicht kennst, kannst du gerne auf meinem Kanal vorbeischauen und falls dich dort die Inhalte ansprechen, gerne hier unten kostenlos abonnieren. Das wird mich echt weiter unterstützen und dieses Jahr könnten wir auch zusammen die 1000 Abonnenten knacken. Und ja, also zuerst müssen wir natürlich die 800 knacken, da sind wir noch so einen kleinen Katzensprung entfernt. Und da machen wir jetzt schon weiter mit dem Video und zwar, wie du schon im Titel gelesen hast, geht es heute um das 8. Semester. Ich meine, ich bin schon mittlerweile circa ein Monat im 9. Semester, aber hatte so viel Stuff noch nachzuholen vom 8. Semester, weswegen ich dann einfach dachte, ich mache das Video ein bisschen später als sonst. Und ich habe mir auch wie fleißig über das ganze Semester lang alles so notiert, was mir so aufgefallen ist. Und das werden wir dann jetzt nacheinander durchgehen. Anders als die Male zuvor wird es jetzt kein Style and Talk, weil ich mir dachte so, hey, Style and Talk, da ist es besser, wenn man so ganze Zeit frei redet, ohne ganze Zeit auf dem Handy schauen zu müssen. Und hier muss ich halt regelmäßig auf dem Handy schauen und das stresst mich ein bisschen. Und deswegen habe ich mir auch Tee geholt. Und zwar gibt es ja zurzeit richtig leckeren Winterzeit-Tee beispielsweise. Das trinke ich gerne und würde auch sagen, holt euch gerne ein paar Snacks und irgendwas zu trinken, weil das wird wahrscheinlich ein etwas längeres Video. Prost! Also das 8. Semester ist ja das Sommersemester im Jahr 2022 gewesen. Es war alles in Präsenz. Oh mein Gott, ich weiß noch, meine allererste Uniwoche da. Ich habe es direkt gemerkt. Es war so unglaublich, wieder so volle Hörsäle zu sehen und mit so vielen Menschen auf einem Fleck zu sein und wieder so an den Campus zu dürfen und jetzt nicht nur so einmal die Woche, sondern wirklich so jeden Tag wieder. Und diese Pendlerei hat wieder angefangen und ja, ich habe schon sozusagen in der ersten Woche gemerkt, boah, ich habe jetzt gerade 2 Jahre meines Unilebens verloren durch dieses ganze Online-Semester und dieses Digitale und dieses Studentenleben hat mir so gefehlt. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt so die Studentenpartys oder die Campus-Tüten oder so, sondern einfach dieses soziale Miteinander. Und ich bin so froh, dass ich nicht zu Corona-Zeiten gestartet habe, weil ich mir denke, boah, wie schwer ist es denn bitte für diese Leute, jetzt so Connections zu knüpfen? Wahrscheinlich haben sie es irgendwie geschafft, aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn man jetzt nicht zu einer digitalen Zeit gestartet hat. Wisst ihr, was ich meine? Also diese persönliche Auseinandersetzung von Anfang an, weil man es auch will und nicht, weil man es irgendwie muss, ist dann nochmal anders, finde ich. Also so ist es auch so von den Erzählungen, die ich so mitbekommen habe. Weil ihr wisst ja, als Tutorin, egal ob Pädagogik oder jetzt OVO-Tutorin, dazu kommen wir gleich. Also lernt man super viele Leute kennen aus den jüngeren Semestern. Genau, ich mache mich auch gerade fertig zur Uni, deswegen nicht wundern, weswegen ich da ganze Zeit meinen Tee schlürfe, weil ich trinke wirklich tatsächlich jeden Morgen Tee. Und ja, also, ich muss sagen, ich habe jetzt, anders jetzt als an der Goethe-Uni, hat man jetzt an der TU kein komplettes Praxissemester, sondern man hat so einzelne Praxisphasen oder mal Unterrichtseinsätze. Und ich hatte jetzt schon so oft einen Unterrichtseinsatz in Biologie und meistens war das tatsächlich so, dass ich da nicht alleine war, sondern mit einer Kommilitonin oder mit 2 Kommilitoninnen sogar, und das war dann irgendwie ganz cool und praktisch, weil man dann eben nicht alles im Blick haben muss, sondern man kann sich so die Arbeit aufteilen und dann kommt man irgendwie viel schneller und viel besser voran. Und da hatte ich letztens einen Unterrichtsbesuch in einer Schule in Funkstadt und das war so cool. Wir hatten in der 10. Klasse das Thema Mitose und Meiose und dann haben wir auch so ein paar Experimentalunterricht so geführt, in dem die Schüler was und Schülerinnen was basteln sollten und die Mitose sozusagen nachbauen und nachstellen sollten. Und diese Stunde kam so gut an, dass sogar die Schüler und Schülerinnen gesagt haben, dass ich das richtig, richtig gut gemacht habe. Und das hat mich halt so gefreut, weil ihr müsst wissen, ich habe seit gefühlt ein Jahr lang nicht mehr irgendwie ein Tutorium geleitet. Also ja, stimmt. Also 2021 habe ich zuletzt ein Tutorium geleitet, so noch bis zum Sommer. Und ich war seit langem, seit 4 Jahren nicht mehr an einer Schule so richtig.
hatte halt so mal digitale Seminare, wo ich da mal eine Stunde halten sollte mit Miro Board und keine Ahnung was, aber so einen klassischen Unterricht und wieder mal in so einer 10. Klasse auch vor allem, ist ja dann nochmal was anderes als jetzt, keine Ahnung, 5-Klässler. Und da hat es mich richtig gefreut, dass das so gut ankam und dass ich so gut ankam. Und ja, wollte ich nochmal hier festhalten, da war ich schon ein bisschen proud of mich und ja, war schön. Dann, ich habe seit April diesen Jahres einen neuen Job an der Uni. Und zwar bin ich einer der wenigen Botschafterinnen dieser Uni, also der TU Darmstadt. Und das ist so cool, weil ihr müsst euch vorstellen, Botschafterin einer Uni zu sein, das hört sich für mich an wie so ein krasser Titel, keine Ahnung. Und ich habe mich schon so besonders gefühlt. Ich dachte mir nur so, boah, von 25.000 Menschen bin ich einer dieser Menschen. Und die halt diesen Job ausführen dürfen. Und dann habe ich auch letztens erfahren, dass aktuell gerade circa nur 10 aktive Botschafter und Botschafterinnen ja, agieren, fungieren, existieren. Und ich bin sozusagen unter den Top 10 aktuell. Das ist so heftig. Und das war wirklich dieses Jahr einer der besten Dinge, die mir passieren konnten. Ich habe durch diesen Job so viel reflektiert, so viel gelernt, so viel Neues ausprobieren dürfen, die wir jetzt auch nacheinander besprechen werden. Und falls ihr auch an der TU seid und Interesse habt an dem Botschafterjob, bewirbt euch gerne bei Students of TU Darmstadt, gibt es in Google ein und da findet ihr oftmals so eine Mail, wo ihr halt eure Bewerbung hinschicken könnt. Egal, ob ihr im ersten Semester seid oder im letzten Semester, vollkommen egal. Wir haben da unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Semestern, aus unterschiedlichen Studiengängen. Und genau, also falls euch das interessiert, so Social Media Kram für die TU zu machen, im Namen der TU, für Studierende, von Studierenden, dann seid ihr da richtig. Und was so nähere Job-Sachen betrifft, werde ich eh noch einen extra Vlog machen, weil ich habe so ein bisschen über das Semester lang ein bisschen Videomaterial gesammelt, um so hinter den Kulissen so zu zeigen, okay, was mache ich überhaupt als Botschafterin? Was sind so die Aufgaben? Wie gehe ich mit den Aufgaben um? Und ja, wie ist das so eigentlich, Botschafterin an der Uni zu sein? Der Vlog kommt demnächst auch bald. Ja, da war auch mein allererster Job, dass ich zum Beispiel direkt auch mal von dem Botschaftskanal, also der Instagram-Seite, und zwar war mein erster Job auch als Botschafterin zusammen mit meiner Kollegin bei dem Sportfest der TU, also dem Meet and Move Fest, die Instagram-Seite von Students of TU Darmstadt halt mitzunehmen und so ein Follow Me Around zu machen, so ein bisschen zu zeigen, okay, was geht da so ab und wie ist es da so, und das ist auch richtig gut angekommen. Das TU Meet and Move Fest, dazu habe ich auch einen eigenen Vlog gemacht für meinen, hier, diesen Kanal halt. Genau, könnt ihr auch gerne vorbeischauen, falls euch das interessiert. Dann habe ich auch dieses Jahr an einem eigenen Kochbuch gearbeitet mit meinen Botschafterkollegen und Kolleginnen. Das war ursprünglich gar nicht so geplant. Ihr müsst euch vorstellen, diese Idee hatte so ein Kollege von mir und er wollte erstmal nur so ein Rezept aus Sri Lanka, weil das so ein internationales Kochbuch werden sollte. Und plötzlich habe ich dann an 5 internationalen Rezepten mitgearbeitet. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich hätte super gerne noch mehr Rezepte reingebaut, weil ich auch selber so mein eigenes Kochbuch habe. Also ich zeige euch das mal. Das steht auch hier. Also das ist mein persönliches Kochbuch. Da schreibe ich immer so alles rein, was ich so ganz cool finde, wann ich das gekocht habe, was so die Zutaten sind und sowas. Und jetzt so ein offizielles Kochbuch der TU Darmstadt zu haben. Oh mein Gott, dieses Kochbuch werden wir auch in einem Video zusammen durchgehen, weil ich bin so stolz darauf, dass da so meine eigenen Bilder drin sind. Ich meine, ich war nicht nur Kochbuchautorin, ich habe auch so mitproduziert. Ich war am Layout beteiligt. Ich war bei den Rezepten beispielsweise, ich kann euch ja mal eins zeigen, habe ich komplett hier die Sticker selber ausgesucht auf der Seite, das hier runtergeschrieben, das alles gemacht, die Bilder selber fotografiert, weil das so Rezepte waren, die wir auch selber nachkochen sollten. Und genau, also das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe auch zum Beispiel so, ja, was so typische Buchproduktion anbelangt, Sachen gemacht, wo ich dachte, boah, das wusste ich gar nicht. Also, dass ich mich jemals damit mich auseinandersetzen werde. Sowas wie Bildnachweise oder so. Oder, keine Ahnung, Impressum.
weiß ich gerade gar nicht, ob ich daran beteiligt war. Aber nee, Koch und Köchinnen nochmal so alles auflisten. Daran habe ich alles so mitgewirkt. Wisst ihr, was ich meine? Also da steckt schon super viel Arbeit von uns allen drin, wo ich nochmal hier an der Stelle sagen muss, ich bin richtig stolz auf uns und unserer Botschaftergruppe, die daran gearbeitet hat. Und ja, also kann man sich echt durchlesen. Es gibt es auch online zum Downloaden, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und genau. Könnt ihr da einfach auf die Students of TU Darmstadt Instagram-Seite, Internetseite vorbeischauen. Da findet ihr schon bestimmt den Link. Und ja, jetzt kommen wir zu einem nicht so schönen Thema. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe jetzt mit Philosophie angefangen als Drittfach. Ich habe tatsächlich die ersten beiden Klausuren nicht bestanden. Das waren so Einführungsklausuren und das war zum Glück nicht dieselbe Klausur. Also ich bin jetzt nicht in meinem Drittversuch. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich hatte so ein falsches Bild von Philo. Ich hatte noch nie Philo als Schulfach, aber ich interessiere mich für Philosophie und für Ethikunterricht und alles. Und mein Privatleben war dieses Jahr so irgendwie stressig, dass ich nicht dazu kam, die Texte gescheit zu lesen. Ich habe sie sehr oberflächlich behandelt. Ich habe manche Texte gar nicht zu Ende gelesen, manche Texte einfach nur angeschnitten. Nicht, weil ich keinen Bock hatte, die zu lesen, sondern weil mir wirklich die Zeit gefehlt hat. Und dementsprechend sind auch die Resultate so geworden. Tatsächlich habe ich gedacht, dass ich bei der ersten Klausur durchkomme, weil ich ein gutes Gefühl hatte. Und dann habe ich gemerkt, boah, die Leute schreiben Romane. Ich habe da kleine Abschnitte geschrieben. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ja, ich denke, es geht an die Herangehensweise. Also, was der Grund für mein Durchfallen war. Und das werde ich jetzt ab sofort ändern, weil ich hatte jetzt auch so zum Beispiel eine Klausureinsicht, wo der Prof mir sogar zu bedenken gegeben hat, hey, reflektieren Sie das nochmal, ob Sie das wirklich machen wollen, ob Sie die Motivation haben, die Zeit haben, das alles zu machen, weil dadurch, wenn man so oft durchfällt, man verlängert ja auch irgendwie das Studium, man ist frustriert, man, keine Ahnung, sollte das halt nochmal bedenken, ob das jetzt wirklich etwas ist, was ich mir antun möchte oder keine Ahnung, was er hat das jetzt nicht so formuliert, aber ich meine, das sind so die Gedankengänge, die man hat, wenn man sowas hört, ne? Und ich habe für mich daraus gezogen, dass ich so, wie ich Philo angegangen bin, nicht angehen kann. Und falls ihr Philosophie studiert und nicht wisst, hey, wie soll ich da vorangehen? Es reicht nicht nur körperlich da zu sitzen, es reicht nicht nur die Texte einmal gelesen zu haben oder nur im Tutorium gewesen zu sein. Es ist schwieriger als Deutsch, hätte ich nicht gedacht. Also ich meine, zwei anderen Fächer sind der deutschen Biologie. Es ist aufwendiger als Deutsch, fast genauso aufwendig wie Bio. Und das habe ich echt unterschätzt und nicht gewusst. Und hätte ich das vorher gewusst, wäre ich wahrscheinlich anders an die Texte herangegangen. Was auch ein großes Problem an mir war, ist, ich bin so eine Person, meistens bereite ich mich nicht gerne vor, sondern eher nach. Das heißt, gefühlt, ich fange kurz vor der Klausur an, alles zusammenzufassen, mir selbst zu arbeiten. Aber das funktioniert nicht so in Philo. Ihr könnt da nicht so wie im Bio beispielsweise alles hingeklatscht erwarten und auswendig dann in der Klausur rauskotzen, sondern ihr müsst schon, bevor die Seminare anfangen und da jetzt gesagt wird, hey, liest mal aus Kant hier den Abschnitt 4 für nächste Woche, dann müsst ihr das gelesen haben, damit ihr bei der Diskussion dann nächste Woche wirklich mitdenken könnt und wirklich so hinterfragen könnt, hey, sehe ich das auch so, sehe ich das anders, melde ich mal und rede darüber, anstatt alles nur anzuhören und versuchen zu verstehen, weil ich habe sehr viel in diesen Diskussionen verstanden, aber ich könnte nicht mitdiskutieren. Und ich finde, Philosophie ist ein Fach, wo man halt wirklich aktiv darüber reden soll, weil alles so im Gehirn passiert. Das klingt so komisch. Ich glaube, Philosophen werden mich an dieser Stelle besser verstehen können als Nicht-Philosophen hoffentlich. Also, dass mich überhaupt jemand gerade versteht. Weil in Bio ist es so, ihr habt da diese Bilder, ihr habt diese Abläufe, diese Schemas und Schemata und ja, diese ganze Visualisierung. Und in Philosophie habe ich das Gefühl, ihr habt euren Verstand und ihr müsst da von Anfang an aktiv sein und wirklich euch mit den Texten auskennen, damit ihr versteht, worauf das Ganze jetzt in der Stunde hinzuführt, also hinausläuft und zuführt und keine Ahnung was. Also das habe ich jetzt wirklich für mich im 8. Semester gelernt und seitdem bereite ich mich auch wirklich gut vor. Das läuft auch jetzt seit ein paar Tagen richtig gut. Ich nehme mir immer vor,
die Texte so bald wie möglich zu bearbeiten, so dass ich nicht unvorbereitet in diese Stunden reingehe, weil ich finde, was ich auch dieses Semester gelernt habe, ist, man muss nicht bei jeder Vorlesung dabei sein, um eine gute Note zu schreiben. Das heißt jetzt nicht, dass ihr komplett auf die Vorlesung verzichten sollt und alles selber nacharbeitet, sondern einfach, wenn ihr wisst, hey, ich bin gerade total unvorbereitet, aber der Prof kann gerade nur mit vorbereiteten Schüler, Schülerinnen, Kommilitonen, Kommilitoninnen arbeiten, dann ist es vielleicht besser, wenn man die Zeit nutzt, um den Text nachzulesen und nachzubereiten, anstatt in einer Vorlesung reinzugehen. Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele Studenten, die dann zum Beispiel aus dem schlechten Gewissen in eine Vorlesung reingehen, aber dann in der Vorlesung nicht irgendwie aktiv mitmachen können oder nicht einen Plan haben, worum es gerade genau geht und dann einfach sich ablenken oder da einfach nur sitzen und eigentlich schlafen wollen. Und wisst ihr, das ist aber Zeitverschwendung. Das habe ich so oft gemacht. Ich denke mir im Endeffekt, ich hätte die Zeit auch anders nutzen können. Ich hätte die Zeit wirklich zum Schlafen nutzen können, weil mir einfach, keine Ahnung, der Schlaf gefehlt hat. Ich schlafe so, so wenig. Auch schon in der Oberstufe hatte ich dann nicht mehr meine 7 Stunden Schlaf oder so. Und das hat sich auch ab und zu in der Uni so durchgezogen. Und da denke ich mir, nee, ein guter Schlaf ist auch wichtig. Was bringt es dir, in der Vorlesung zu sitzen, wo du eigentlich schlafen willst? Oder in einer Vorlesung zu sitzen, wo du eh nur am Handy bist? So, das bringt dir nichts. Und deswegen gehe ich jetzt bewusster in Vorlesungen rein und denke mir, hey, wenn ich vorbereitet bin, wenn ich motiviert bin, wenn ich nicht gerade unbedingt irgendwie eine große andere Ablenkung habe, dann gehe ich rein, und wenn nicht, dann kümmere ich mich darum später, beziehungsweise kümmere ich mich anders darum. Wie gesagt, für Erstsemester gilt, geht einfach in jede Vorlesung rein. Guckt erstmal, was so euer Uni-Lern-Tempo ist und wie ihr gern lernt, und ja. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt einen schlechten Start in Philo. Das lag einfach an dem schlechten Timing. Genau, was so alles Auslöser waren, was alles so vorgefallen ist, will ich jetzt auch gar nicht großartig thematisieren. Ich hoffe, ihr versteht das. Was so positiv an Philosophie ist, dass ich jetzt nur mit meinen, wisst ihr, ich habe so eine Uni-Clique, meine Uni-Girls, davon sind so 2 Leute jetzt auch mit dabei in Philo. Wir haben jetzt endlich mal Kurse zusammen, und darauf freue ich mich schon richtig. Genau, weil das ist dann nochmal schöner, wenn man Leute hat, mit denen man auch über Philosophie reden kann, und das tun wir auch, und das ist richtig, richtig cool einfach. Ich habe jetzt schon meiner einen Freundin gesagt, hey, wir dürfen nicht cringe werden, nur weil wir Philosophie studieren. Wir dürfen dann nicht plötzlich alles hinterfragen im Alltag. So, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist so witzig, wir lachen uns immer so kaputt, wenn wir so philosophische Theorien halt durchgehen. Genau, und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an meine Uni-Girls, falls ihr das jemals sehen solltet. Ohne euch hätte ich dieses Semester nicht geparkt. Ich habe so oft gefehlt. Ich musste so oft woanders sein und keine Ahnung. Das Zeitmanagement war eine Katastrophe, und ohne diese Menschen hätte ich super viel nicht geparkt. Ich hatte super viel Unterstützung nötig bei meinen Prüfungen, Prüfungsvorbereitungen, und ja, deswegen nochmal Dankeschön. Während meines Jobs, ich habe oftmals so Reels und so gedreht. Die Reels findet ihr alle auf der TU Darmstadt-Seite, beziehungsweise Students of TU Darmstadt. Und dieses Jahr hatte ich die Chance, auch über die Botschaft hinaus Jobs offiziell für die TU Darmstadt zu machen, im Namen der Erstsemesterbegrüßung. Und zwar habe ich mich als Reporterin beworben, als Moderatorin beworben und als Interviewpartnerin beworben, weil Reporter braucht ja natürlich auch Interviewpartner, die so auch so safe Zusagen hat, weil man kann ja nicht alles dem Zufall überlassen. Genau, ich habe von 3 Jobs 2 Stück bekommen, weil ihr könnt ja jetzt kurz raten, welche ich bekommen habe. Ich hoffe, ihr habt jetzt gerade geraten, also kurz das Video pausiert geraten, und jetzt weiter schaut ihr euch gerade dieses Video an. Und zwar habe ich den Moderatorjob bekommen und den Reporterjob, weil wenn ich Reporter bin, kann ich nicht Interviewpartnerin sein, weil ich kann mich nicht selbst interviewen und mir selber Fragen stellen und selber darauf antworten und dann noch als Moderatorin, weil das sollte dann als Video ausgestrahlt werden in der Halle, wo die ganzen Erstsemester bei der Erstsemesterbegrüßung sitzen. Und ich stelle mir das richtig witzig vor, stellt euch mal vor, ich bin da so als Moderatorin und sage so, ja, und jetzt schauen wir uns ein paar Interviews an. Ihr kennt schon die Moderatorin, die Reporterin. Und dann sieht man so mich, und dann sieht man nochmal mich, wie ich dann so einmal so das Mikrofon zu mir halte und dann wieder so zurück. Und das ist ja eine komplette Katastrophe geworden. Aber die Idee, dass ich da Moderatorin wäre und Reporterin und das alles, das war schon richtig cool. Das gab es davor noch nicht. Und ich habe mich so, so, so gefreut. Der Reporterjob hat auch mega gut geklappt. Die Videos sind auf dem offiziellen TU Darmstadt-Kanal.
da, wo Erstsemesterbegrüßung und Studententipps und so als Titel ist. Heute bin ich hier auf dem Campus und möchte ein paar Studierende finden und fragen, wie so ihr erstes Semester verlaufen ist. Dann möchte ich sie auch nach den besten Studententipps fragen für euch. Und da bin ich schon gespannt, ob ich zugekommen. Also, los geht's! Genau, da seht ihr mich als Reporterin, wie ich mich da so gemacht habe. Vielleicht finde ich auch ein paar Clips und blende sie euch hier ein. Genau. Aber jetzt zum Moderatorenjob. Also grundsätzlich, September, Oktober war, glaube ich, die stressigste bzw. die belastbarste Zeit in diesem Jahr gewesen für mich. Also was mein Unileben betrifft. Weil ich mir so viel aufgeladen habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe 2 Studiengänge. Das heißt, doppelt so viele Prüfungen. Das heißt, ich war jetzt auch noch Botschafterin. Ich habe an einem Kochbuch nicht nur geschrieben, sondern auch so ein bisschen so Sachen, was so Organisation und was Produktion betrifft, mitgemanagt. Obwohl ich am Anfang nur ein Rezept gefühlt nur abgeben sollte. Und beziehungsweise die Idee von einem Rezept. Ich habe auch tatsächlich mal ein Model-Seminar besucht, privat, jetzt über so einen Livestream mit einem ehemaligen GNTM-Model und hatte sogar jetzt in diesem Semester einen Model-Job, und zwar für eine Zeitung und für die Website der TU Darmstadt, und zwar für die Zeitung der TU Darmstadt, hoch 3 heißt die, als internationales Gesicht der TU Darmstadt. So cool, Leute, falls ich da Bilder finde, ich blende sie euch hier ein. Ich habe auch die Zeitung locker so schon 5-mal hier zu Hause. Genau, das war auch nochmal so ein Riesending für mich. Dann Reporterin, musste da mehrere Drehtage haben, um halt das ganze Filmmaterial zu sammeln. Wegen der Moderation hatte ich da so etliche Meetings, auch um meine Co-Moderatoren kennenzulernen, einfach um mich vorzustellen. Und es ist ja alles so Zeitaufwand natürlich. Und habe auch dieses Semester zum allerersten Mal als OVO-Tutorin mich beworben und hatte auch da eine Schulung. OVO heißt einfach Orientierungswoche. Das ist die Woche, die kurz bevor das erste Semester für die meisten Studenten, die neu an der Uni sind, dann statt, um halt besser in die Uni reinzukommen, Ansprechpartner zu kennen, einfach zu wissen, wie funktioniert Uni, wie baue ich meinen Stundenplan, was für coole Sachen gibt es hier an der Uni, was kann man machen, wo kann man lernen. Und das alles Zeug macht man halt alles in der Orientierungswoche. Mit sehr viel Spaß und Freude. Das habe ich halt dieses Jahr gemacht. Es war schon richtig cool. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Da werde ich mich bestimmt nochmal bewerben. Ich habe es offiziell für die allgemeine Lehramts-OVO gemacht und jetzt nicht nur fachspezifisch für Biologie beispielsweise. Ja, also wir leben jetzt in der Pandemie seit circa 2-3 Jahren. Ich hatte 2020, war ich nicht einen Tag krank. 2021 war ich nicht einen Tag krank. 2022 war 2 Monate krank. Wie ging das? Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe im September ein Praktikum angefangen, wegen meinem Studium an einer Schule. Ich war die erste Woche da. Die zweite Woche war ich richtig krank, hatte dann eine Krankmeldung. Die dritte Woche habe ich, ich war nicht mehr ansteckend, aber ich war trotzdem so erschöpft und halbtot und habe mich trotzdem so zum Praktikum hingeschleppt, damit ich nicht super viel verpasse. Also ich würde da am liebsten halt mich noch erholen, aber es war okay. Also ich hätte trotzdem so zur Schule gehen können. Deswegen habe ich es gemacht und ich hatte ja kein Corona. Es war eine Grippe, beziehungsweise eine starke Erkältung. Dritte Woche ging es mir gut. Vierte Woche hatte ich dann meine OVO-Woche, weil die war zeitgleich zum Praktikum. Aber ich habe das mit allen beteiligten Personen abgeklärt, dass ich da das machen darf. Fünfte Woche, ich hatte Corona. Ich hatte noch nie in meinem Leben dafür Corona gehabt. Und ich war so schockiert, weil ihr müsst euch vorstellen, Corona, man weiß nicht, wann das weggeht. Und in der 6. Woche hat wieder gefühlt die Uni angefangen. Und ja, also ich habe dann direkt meinen Moderatorenjob abgeben müssen, ne? Also das war so herzzerbrechend für mich, weil ich mich so unnormal krass auf diesen Job gefreut habe, da vor 1000 Menschen möglicherweise zu stehen und zu sprechen. Und live wurde das auch nochmal aufgezeichnet, da auch nochmal so. Insgesamt hätte ich vielleicht 5000 Menschen erreichen können und das musste ich einfach so freiwillig abgeben. Also ich habe es auch freiwillig abgegeben, ich habe es direkt angekündigt, habe gesagt, hey, ich habe Corona, ich weiß nicht, wann das weggeht. Es ist meine erste Erkrankung, damit die einfach genug Zeit haben, um einen Ersatz für mich zu sorgen. Und die waren auch super nett. Die haben jetzt auch
mir irgendwie das nicht so aus den Händen rausgerissen, sondern ich habe auch gesagt, hey, vielleicht können wir noch ein paar Tage warten. Und die haben mir auch die Zeit tatsächlich gegeben und alles, aber es hat leider nicht klappen wollen. Und dann, Leute, ihr müsst euch vorstellen, am Tag der Erstsemesterbegrüßung, also seit dem Wochenende davor, die Erstsemesterbegrüßung war am ersten Tag der Uni, Montag abends, seit dem Wochenende war ich dann wieder negativ. Und ich dachte mir nur so, wow, das ist echt ein schlechtes Timing. Aber ich bin dann trotzdem hingegangen, ich saß im Publikum und als zum Beispiel die Reporter-Videos abgefilmt wurden, es gab mehrere, haben auch Leute mich direkt in der Reihe erkannt und meinte, hey, das bist ja du. Und es war richtig lustig, weil das auch so Erstis waren, wofür ich die Tutorin war und das so Lehramts-Erstis waren und so alles. Und ja, es war echt ein cooles, also ein cooler Moment. Noch cooler wäre es natürlich, hier unten auf der Bühne zu stehen und keine Ahnung zu sagen, ja, hi, da bin ich und keine Ahnung was. Aber ja, an dem Tag wurde auch das Kochbuch zum allerersten Mal veröffentlicht, so in Blattformat. Also davor wurde es halt digital veröffentlicht, aber die Produktion, der Verlag, dass der das druckt und so alles und es dann fertig gedruckt hat, das war dann alles an dem Erstsemesterbegrüßungstag. Und da stand ich da, habe da Bilder gemacht mit dem Kochbuch. Ich habe Leuten von dem Kochbuch erzählt, ich habe Kochbücher verteilt. Ich habe, das war irgendwie richtig cool. Ich habe mich so gefühlt wie bei so einer Buchausstellung, als wäre ich so eine Autorin, die so irgendwie so gerade Zeit unter so Autogramme gibt. Natürlich nicht. Ich meine, das war ja jetzt nicht grundlegend meine Idee oder dass ich das alleine gemacht habe oder so. Das will ich auch gar nicht so hinstellen, sondern einfach, es war so ein cooles Projekt für mich, weil ich meine, wann kann man schon sagen, hey, ich habe Anfang 20 ein eigenes Buch entworfen, beziehungsweise halt mit agiert und da steht mein Name drin, dass ich da so dran beteiligt war und es wird halt sogar gedruckt und auf mehreren Sprachen veröffentlicht. Also ist schon ein cooler Moment, muss ich echt sagen. Also in meiner Uni-Karriere hätte man mir jetzt vor 4 Jahren gesagt, ja Shamina, also wenn du jetzt hier an dieser Uni bist, du studierst 3 Fächer, du bist Tutorin in mehreren Sachen gewesen, du bist Moderatorin, du bist Reporterin, du bist Model, du kommst in der Zeitung, du bist Botschafterin. Ich hätte gesagt, ja, nee, ist klar. Also, keine Ahnung, vor allem vor der Zeit, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Hätte man mir das alles gesagt, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte gesagt, wirklich? Aber ja, also es ist gelaufen. Also, das finde ich halt richtig krass. Es ist so ein Hin und Her. Ihr merkt es selber. Ich habe das ja chronologisch hier auf dem Handy aufgeschrieben. Ich hatte so Up und Downs die ganze Zeit in diesem Semester. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was dann wiederum nicht so toll ist. Und zwar habe ich gemerkt, wenn es euch mental nicht gut geht, schreibt keine Klausuren mit, weil es geht nicht darum, dass ihr vielleicht einen Husten habt oder so und dann euch denkt, okay, die Klausur kann ich doch noch mitschreiben. Also klar, wenn ihr Corona habt, bleibt zu Hause, aber ich meine, wenn ihr Schnupfen habt oder irgendwie so körperliche Symptome habt, die noch okay sind, wo ihr denkt, ihr traut es euch mental zu, dann macht es, aber wenn ihr emotional und mental gerade einfach woanders seid, macht es nicht. Ich habe das in Fachdidaktik Biologie gemerkt. Da gab es ja immer diese Tests, also ihr habt es vielleicht auch gemerkt, in Vlogmas habe ich ja immer so gesagt, hey, ich muss mich gerade auf einen Test vorbereiten, ich muss gerade einen Test gleich schreiben und so bla 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 und ich muss da aber 15 Punkte schreiben. Ich habe auch tatsächlich in den ersten beiden Tests immer so zweistellig geschrieben, ne? Und bei dem dritten Test, ihr müsst euch vorstellen, da gab es 3 Gruppen, alle hatten denselben Test und ich war in der 3. Gruppe, meine Freunde waren alle in den Gruppen vorher, weil ich habe gesagt, hey, ich kann gerade den Test nicht beim ersten Ding mitschreiben. Und haben die mir gesagt, hey, du kannst auch gerne eine mündliche Prüfung machen oder halt das in der letzten Gruppe dann einfach mitschreiben. Und ich meine so, hey, nein, ich schreibe es einfach in der letzten Gruppe mit, weil ich dachte mir, so eine mündliche Prüfung, ich weiß nicht, ob das schlimmer gewesen wäre. Im Nachhinein bereue ich das, weil ich glaube, es wäre besser gewesen, noch abgewartet zu haben. Und bei meinem 3. Test, ihr müsst euch vorstellen, ich wusste, was für Fragen es gab. Ich wusste, was für Antworten es sein sollten. Und ich habe es aufgrund meiner Mentalität nicht hinbekommen, meine 15 Punkte niederzuschreiben, sondern habe schlussendlich 8 Punkte oder so geschrieben, was dann meinen Schnitt komplett heruntergesenkt hat um eine halbe Note. Also statt einer 1,0 hatte ich dann schlussendlich eine 1,3. Die meisten denken sich so, boah, sei doch froh, dass du überhaupt irgendwas mit einer 1 hast. Aber Leute, wenn man eine Chance hat auf eine bessere Note, natürlich kann man darüber traurig sein. Wenn man sich so viel Mühe gibt, Ehrgeiz und keine Ahnung was, und man sich denkt, boah, es war einfach der falsche Tag, um das zu schreiben, weil es einfach immer so Momentaufnahmen sind bei Prüfungen, wo der Hintergrund gar keine Rolle spielt, ob du jetzt, keine Ahnung, voll gestresst in die Prüfung reingehst, voll müde in die Prüfung reingehst oder keine Ahnung was. Das spielt ja alles eine Rolle für sich selber so. Das sieht man ja in den Resultaten nicht.
das ärgert dann einen schon. Genau, ich hatte dieses Semester, weil ich so oft krank war, auch tatsächlich meine erste Krankmeldung. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie eine Krankmeldung nötig. Und weil ich ja ein Praktikum habe und eine Grippe hatte, natürlich, wenn man da 3 Tage fehlt, sollte man da einen Attest holen. Das war ganz spannend für mich, ich hatte noch nie sowas. So ein kleines Highlight. Bin ich schon am Ende des Videos. Es war ein super langes Video, ein super reflektierendes Video für mich. Ich hoffe, dass das nächste Jahr, dass dieses Semester es besser wird. Ich bin jetzt in meinem 9. Semester. Eigentlich müsste ich jetzt auf das Finale zusteuern. Aber das tue ich ja nicht, weil ich mein Drittfach angefangen habe. Und ich möchte dann alles zusammen im selben Jahr beenden. Anstatt jetzt das Staatsexamen 1 zu machen, parallel mein Studium zu studieren oder es auf Eis zu legen, weil ich es ja schon begonnen habe, also mein zweites Studium, das Philo-Fach. Genau, deswegen dachte ich mir nur so, nee, ich will das alles erstmal fertig haben und dann mich nacheinander in die Prüfungen reinsetzen. Ja, und das ist so der Plan. Ich hoffe, der Plan gelingt mir. Ich habe dieses Jahr Physik vor mir. Ich hoffe, dass ich es auch bestehen werde. Ich habe deswegen extra kein Biochemie gewählt, weil Physik und Biochemie würde ich nicht zusammen kombinieren als, ja, als Tipp für alle Biologiestudierenden, die das auch so machen müssen an der TU, weil das so die härtesten Module sind. Also BC ist einer der härtesten Module. Stattdessen habe ich mich jetzt für Mikrobiologie entschieden. Ich hoffe, das läuft besser. Ich habe das Praktikum schon ja gemacht. Und ja, ich bin schon gespannt auf mein nächstes Review, wenn ich dann hier sitzen werde und über diese Zeit, die ich ja gerade jetzt absolviere, dann berichten werde. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Ich hoffe, das Video war irgendwie interessant für die Leute, die jetzt auch so studieren und vielleicht auch so ein Drittfach haben oder auch Philosophie haben oder Biologie und dann halt sich denken, boah, in dieser Situation könnte ich stecken, werde ich stecken, habe ich gesteckt. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr TU Darmstadt Studenten seid oder was ihr so studiert, falls ihr es auch nicht an der TU macht, interessiert es mich trotzdem. Und das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch reinschaltest. Also unbedingt ein Abo hinterlassen, falls noch nicht getan, ein Like hinterlassen, falls dir dieses Video gefallen hat, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!